Freunde, was geht ab? Ich habe mir gedacht, ich zeige euch heute einfach mal 8 coole Dekorationsbauideen mit ganz vielen neuen 1.17 Blöcken. Wenn ihr mir noch einen riesen Gefallen tun möchtet, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, weil ihr könnt euch wirklich nicht vorstellen, wie sehr mir das weiterhilft. Gut, Freunde, genug gelabert, dann würde ich sagen, Abfahrt und wir beginnen mit Nummer 1. So, Freunde, Nummer 1 wird nämlich eine Art Torbogen werden, den wir einfach aus diesen wunderschönen Tropfblättern bauen werden. Zuerst aber starten wir mit der kleinen Hecke, die noch links und rechts nebenkommt und dafür platziert ihr einfach links und rechts zwei Laubblöcke. Ups, so. So, jetzt kommen auch schon die beiden Tropfblätter ins Spiel und die werden wir jetzt einmal so nach rechts und einmal nach links platzieren. Aber ganz wichtig, achtet auf jeden Fall darauf, dass die so nach innen geöffnet sind. Die beiden werden wir jetzt noch um zwei Blöcke nach oben hin erweitern und dafür klicken wir mit den beiden Tropfblättern einfach noch zweimal oben drauf. Einmal so. Und hier auf der linken Seite natürlich genauso. Und dann, Freunde, könnt ihr auch schon sehen, haben wir diesen richtig coolen Torbogen, wo wir einfach problemlos durchlaufen können. Das Ganze können wir jetzt noch einfach etwas dekorieren, indem wir einfach hier zum Beispiel eine Pflanze oder sowas hinmachen. Dann vielleicht noch hierhin einfach ein paar Meeresgurken und hier zum Beispiel einfach noch eine Pflanze oder sowas hin. Und so sieht das Ganze doch schon direkt viel schöner aus. Und dann würde ich sagen, machen wir auch schon direkt weiter mit Nummer 2. So, für unsere nächste Bauidee habe ich hier schon mal so eine kleine Sandfläche vorbereitet. Denn wir werden jetzt super realistische Kakteen bauen. Und die kann man wirklich super gut als Dekoration benutzen, wenn man zum Beispiel irgendwie eine Wüste oder sowas bauen möchte. Aber Freunde, ich würde sagen, ich zeige euch das Ganze einfach mal und dann werdet ihr selber sehen, was ich damit meine. Wir fangen einfach mal an und platzieren einfach random einige Kakteen so nebeneinander. Zack, zack, zack. So, 3 Stücke sollten auf jeden Fall reichen, um euch das Ganze einmal zu zeigen. Und zwar macht ihr jetzt auf einen Kaktus eurer Wahl einen temporären Block. Dort oben drauf dann einfach einige von den rosanen Kerzen. Dann können wir unseren temporären Block auch schon wieder abbauen und platzieren jetzt auf den Kaktus einen Blumentopf mit einem kleinen Kaktus drin. Und schon sieht das Ganze einfach viel realistischer und viel mehr nach Wüstenkaktus aus. Man kann zum Beispiel auf die Kakteen auch nur Kerzen drauf machen. Dafür macht ihr einfach oben drauf wieder einen Block, dann oben drauf noch ein paar Kerzen, den Block wieder abbauen und einen Kaktus runter platzieren. Sieht so auf jeden Fall auch sehr cool aus, finde ich. Oder Freunde, halt einfach nur so einen kleinen Babykaktus, den ihr aus einem Blumentopf, einem Kaktus und den Kerzen baut. Hier könnt ihr wirklich alle möglichen Variationen ausprobieren, die euch irgendwie gefallen und das Ganze einfach so gestalten, wie ihr möchtet. Gut, Freunde, weiter geht's mit Nummer 3. Nummer 3 werden so kleine Pflanzenpfeiler, würde ich mal sagen. Klingt erstmal ein bisschen seltsam, ich weiß, aber passt einfach mal auf, Freunde. Ihr platziert erstmal einen Akazienholzzaun und macht obendrauf ein oder zwei Blitzableiter. Anschließend macht ihr obendrauf noch einen Erdeblock und an jede Seite eine Akazienholz Falltür, die ihr einfach einmal zuklappt. So, weiter geht's. Jetzt kommt einfach noch oben drauf zum Beispiel eine von diesen Beeren, die wir einmal mit Knochenmehl wachsen lassen. Und fertig ist unser erster kleiner Pflanzenpfeiler. Und hiervon könnt ihr wirklich super viele verschiedene Versionen bauen, zum Beispiel etwas größere oder kleinere, wie ihr einfach möchtet. Zum Beispiel so ein kleiner mit nur einem Blitzableiter oben drauf. Dann zum Beispiel anstatt den Beeren einfach oben drauf nur ein bisschen Gras machen. An alle Seiten natürlich wieder Falltüren dran. Und dann würde ich sagen, sieht das Ganze doch so schon relativ cool aus. Ist vielleicht nicht unbedingt jedermanns Sache, aber ich finde, um größere leere Flächen zu füllen, sind diese Dekorationselemente auf jeden Fall relativ cool. So, Freunde, Nummer 4 wird eine coole Dekorationsbauidee für euer Bett werden. Das Ganze habe ich letztens tatsächlich auf TikTok gesehen und ich dachte mir, das passt auf jeden Fall sehr gut in so ein Video hier. Wir starten einfach mit einem stinknormalen Bett, die Farbe ist wirklich vollkommen egal und machen dann so 2 Blöcke über das Bett einfach einen fliegenden Zaun. An den Zaun werden wir jetzt eine Laterne dranhängen, einmal so. So, Freunde, jetzt wird es etwas tricky werden. Ihr braucht nur 4 Tiere eurer Wahl. Ich werde dafür einfach mal einige Schweine benutzen. Und zwar macht ihr jetzt in jede Richtung 4 Blöcke entfernt von diesem Zaun hier ein 2 tiefes Loch in den Boden. Also folgendermaßen, von dem Zaun entfernt einfach 1, 2, 3, 4 Blöcke und dort dann eben einfach 2 Blöcke runterbauen. Dasselbe hier hinten natürlich auch, also wieder 1, 2, 3, 4 Blöcke entfernt und ein 2 tiefes Loch graben. Und genau das macht ihr jetzt auch noch hier. Und einfach hier. So, Freunde, wenn ihr das gemacht habt, macht ihr einfach in jedes der Löcher ein Schwein rein. Also einmal so, so, so und so. So, jetzt gut aufgepasst. Wir fangen einfach mal mit diesem Schwein hier an. Dem Kollegen hier machen wir einfach eine Leine um. Dann machen wir das Loch oben wieder zu und verbinden die Leine mit dem Zaun oben, so dass die Leine eben so gespannt ist. Und wer hätte es gedacht, genau dasselbe macht ihr bei den restlichen 3 Löchern auch. Wenn ihr fertig seid, dann sollte das Ganze bei euch ungefähr so aussehen. Und damit das Ganze hier nicht so leer aussieht, werden wir nochmal so ein bisschen dekorieren. Zum Beispiel hier neben einfach so ein kleines Fass, oben drauf ein paar Kerzen, hier hinter noch eine schöne Pflanze. Und dann ist dieses coole Bett mit dieser hängenden Laterne auch schon fertig. Ich weiß irgendwie selber nicht genau, was es irgendwie darstellen soll oder sowas. Aber ich fand, mit diesen Leinen sah das einfach irgendwie ziemlich cool aus. Und dann machen wir auch schon direkt weiter mit Nummer 5. Nummer 5 wird nämlich so eine Art kleine Statue werden, würde ich sagen. Und dafür platziert ihr zuerst auf den Boden einen Kessel
und macht obendrauf noch einen Trichter. Auf den Trichter kommt dann einfach ein Kupferblock, der quasi der Oberkörper unserer Statue werden soll. Und noch als kleiner Tipp von mir, nehmt am besten die gewachste Variante von dem Kupferblock, weil sonst verfärbt sich ja der Kupferblock und dann sieht das Ganze einfach nicht mehr so passend aus. An die rechte Seite kommen jetzt einfach zwei senkrechte Tiefenschiefermauern dran, also so. Und an die linke Seite ebenfalls nochmal zwei Tiefenschiefermauern, allerdings so, dass die so nach vorne zeigen. So, unter die Mauer kommen jetzt vom Boden aus zwei Blitzableiter und obendrauf ebenfalls nochmal ein Blitzableiter und darauf dann noch ein Akazienholzzaun und ein Eisengitter, was halt einfach eine Lanze oder sowas darstellen soll. Zum Schluss noch obendrauf und hinten ein Beobachter, damit das Gesicht vorne ist und als Haare oder sowas obendrauf noch diese abgestorbenen Korallen. Und dann, Freunde, ist unsere Statue auch schon fertig. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr dieses Ding hier findet. Ich finde es auf jeden Fall ganz lustig und dann machen wir auch schon direkt weiter mit Bauidee Nummer 6. So, Freunde, wie ihr sehen könnt, steht hier vor mir einfach eine leere Steinziegelmauer. Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund, denn ich werde euch jetzt zeigen, wie ihr aus dieser Wand mit den neuen Kupferblöcken ein cooles Mauerdesign erstellen könnt. Dafür ergänzen wir die Mauern auf beiden Seiten noch so mit Steinziegelsäulen, also einmal so und einmal so. Und damit es nicht so eintönig aussieht, machen wir hier jeweils in die Mitte immer noch einen von diesen Blöcken rein. So, jetzt werden wir diese Reihe hier einfach durch Kupferblöcke ersetzen, also einmal so, mit genau einem Block Abstand zur linken Säule und genau dasselbe auf der rechten Seite natürlich auch, damit es einheitlich aussieht. Genau in die Mitte der Mauer kommen jetzt zwei Erdeblöcke, wo an die Vorderseite einfach zwei Akazienfalltüren dran kommen. Jetzt werden wir auf beiden Seiten noch so zwei Blitzableiter dran bauen, einmal so und einmal so. Und obendrauf kommen einfach wieder einige Beeren, die wir mit Knochenmehl wachsen lassen. Nun werden wir oben mit den Kupferstufen noch so eine Art kleinen Bogen bauen. Sieht immer ganz cool aus, finde ich sowas. Jetzt noch unten einfach einige Steinziegelstufen, zwei Kupferstufen und fertig ist unser cooles Mauerdesign. Und seid ehrlich, Freunde, im Vergleich zu vorher sieht es doch wesentlich cooler aus, oder? Und dann geht's auch schon weiter mit Bauidee Nummer 7. So, Freunde, Nummer 7 wird nämlich eine kleine Holzbrücke werden und deswegen ist hier auch schon Wasser im Hintergrund, wo wir die Brücke jetzt einfach drüber bauen werden. Die Brücke wird insgesamt zwei Blöcke breit werden und hauptsächlich aus Lagerfeuern und aus Fichtenholzstufen bestehen. Und deswegen werden wir jetzt einfach abwechselnd kunterbunt einfach Lagerfeuer und Fichtenholzstufen über den Fluss bauen. So, Freunde, damit ihr euch nicht verbrennt, müsst ihr die Lagerfeuer natürlich noch löschen. Das könnt ihr entweder so mit einer Schaufel machen oder einfach mit einer wurfbaren Wasserflasche. Dann kommt jetzt an beide Seiten als Aufgang noch jeweils eine Fichtenholzfalte hin, einmal so und einmal so. Und damit die ganze Brücke noch irgendwie gestützt wird, werden wir jetzt links und rechts jeweils immer noch Holzstämme dran bauen, ungefähr so. Auf der anderen Seite natürlich noch genauso, also wieder hier zwei Baumstämme hin. Und dann ist das Grundgerüst jetzt eigentlich schon mal fertig. Was jetzt allerdings noch fehlt, ist einfach ein kleines Geländer. Und das machen wir einfach so an die Seiten mit Fichtenholzfalltüren, die wir einfach jeweils immer einmal zuklappen. Auf der Seite genauso, zack, 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 zack. Jetzt können wir das Ganze einfach wie immer noch etwas dekorieren, zum Beispiel mit einer Laterne, einer schönen Pflanze und zum Beispiel ein paar Meeresgurken, sehen auch immer ganz cool aus. Hier an die Seite noch ein paar Laubblätter, dann vielleicht noch hier in einem Laubblatt. Und dann würde ich sagen, sieht die Brücke doch so schon ziemlich, ziemlich cool aus. Und das Coole dabei ist, dass ihr die Brücke so lang und so breit machen könnt, wie ihr einfach möchtet. Und nun geht's auch schon direkt weiter mit Bauidee Nummer 8. Nummer 8 ist wirklich eine super schnelle und super simple Bauidee. Aber ich finde trotzdem, dass die wirklich wahnsinnig cool aussieht. Ihr platziert dafür einfach wieder zwei Lagerfeuer, die ihr mit der Schaufel anschließend einmal löscht. Macht dann an beide Seiten eine Fichtenholzfalte, die ihr einmal zuklappt. Zack und zack. Und einfach zum Schluss in die Mitte als Tisch eine blühende Azalee. Dann noch ein paar Kerzen drauf und fertig ist unser kleiner, gemütlicher Tisch. So, Freunde, dann sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, die Dekorationsbauideen haben euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, hilft mir wirklich immer mega, mega weiter. Und sonst schreibt noch in die Kommentare, was ich vielleicht im nächsten Video bauen könnte. Bis dahin, Freunde, bleibt gesund, haut rein und ciao.